Ja, gut, du böser Geist, wenn du mich zu Boden reißt, ich stehe auf. Oh Gott, Enida, ich kotze dich aus und auf dich wieder. Sehr geil. Sehr, sehr geil. So. Gut. Gerade. Ja, wo musste ich denn jetzt was tun? Warte mal, diesen Weg Richtung. Diesen Weg Richtung. Und dann da. Haha. Hallöchen. Ja, einmal annehmen. Ja. Ich gehe einfach mal durch. Oh, ich hasse diese Stadt. Ich hasse sie. Abgrundtief. Ich will noch ein bisschen bei mir. Okay. Mach das! Wie ist das Spiel überhaupt? Ich wollte es mir nämlich auch mal holen. Irgendwann. In nächster Zeit. Aber dir auf jeden Fall viel Spaß. Schön, dass du da warst. Dann kann ich einmal kurz hier. Das ist einfach auf die zweite Stufe. Finde ich so gemütlicher. Vielleicht gehe ich hier richtig. Vorsichtig um die Seitenlinsen. Ja, wir gehen richtig. Tächen. Was gibt's? Botschaft von Admiral? Immer her damit. Da. Hast du. Nimm! Für 60 Euro zu teuer im Sales, 100% zu hohen. Die Nebenquests machen mehr Spaß als die Hauptstory. Okay. Ja, mal gucken. Vielleicht irgendwann mal. Geplant ist es auf jeden Fall. What? Achso. Merwip weiß, wie sie die Leute überzeugt. Na, dann bleib bei mir. Bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Wieso schickt sie nicht Tancred? Der alte Gauner lässt ja gar nichts mehr von sich hören. Oho, eine Heude Maid. Du siehst mir ja gefährlich aus. Etwa die Braut aus dem Osten? Jugeri, freut mich. Ich hätte nicht gedacht, dass der Untergrund Limsas sich so in aller Öffentlichkeit präsentiert. Ihr scheint ein reines Gewissen zu haben. Hey, wir sind ehrbare Bürger und kein bisschen schlechter als der Durchschnittslimser, der rein statistisch gesehen ein Pirat wäre. Wir lösen Probleme, unsere eigenen und die der Stadt. Vieles lässt sich besser abseits des Rampenlichts im Griff bekommen. Wenn du verstehst, gegen Tageslicht habe ich aber nichts, deswegen stehe ich hier, wenn es recht ist. Oh Gott. Verzeih mir, ich wollte nicht sarkastisch wirken. Im Schatten zu operieren ist mir nicht fremd. Daran scheinen sich unsere Umfelder zu ähneln. Also, du verstehst mich ja. Dann sind wir ab jetzt Freunde. Jetzt geht schnell. Ich werde mit diesen Leuten gehen und ihre Kampftechniken beobachten. Eine Zeit lang werde ich mich also in Limsa-Lumens aufhalten. Mach dir keine Sorgen, mein Volk. Ich werde später eine Nachricht über mein Verbleib senden. Vielen Dank für alles. Ich hoffe, dass diese Zusammenarbeit Früchte trägt. In jedem Fall möchte ich den Eosäern meine Kenntnisse gerne weitergeben. Am besten ergänzt durch die Techniken der Limsa Straßenkämpfer. Das stimmt ja, ich kann jetzt einmal wieder ein bisschen lauter machen. Zu laut?
Warte mal. Ich muss mein Inventar aufräumen. Wäre das der hier? Okay. Dann nett. Annehmen. Du brauchst mich nicht zu begleiten. Ich komme schon zurecht. Meine neuen Trainingspartner wollen nicht gehen, solange du noch hier bist. Als Mahnerin kann ich das gut verstehen und zeig nie mehr Leuten den Weg in dein Versteck als unbedingt nötig. Bin wirklich froh, dass wir in Eosea Aufnahme gefunden haben. Dass ich nun auch noch Gelegenheit erhalte, die Tradition meiner Heimat mit euren zu verschmelzen. Bitte richte mir für dir meinen Dank aus, wenn du sie siehst. Ach, bitte, wirklich. Tut das wirklich Not? Das tut wirklich Not. Also rein theoretisch könnte ich mich ja für Castrum einmal anmelden, ne? Ich will dich! Ich will Castrum nicht laufen. Diesen Scheißstein. Ich hasse mein Leben. Ich hasse es. I hate my life. Castrum ist das Schlimmste, was es gibt. Die hätten eine Netflix-Story draus machen sollen. Einmal geht noch. Kaya, das Schlimmste ist, ich muss mit dir auch noch mal laufen, wenn du weit bist. Die Betonung liegt auf wenn. Castrum, wo bist du? Da bist du. Das da würde eigentlich ausreichen, aber komm, wir machen das hier. Oh, ja, oh. Weil einmal musst du Castrum sowieso laufen, ne? Das ist für die Hauptstory. Also. Dann weißt du wenigstens, was dir blüht. Dann weißt du, was dir blüht. Na komm. Castrum teilnehmen. Ich hasse Castrum. Castrum ist der letzte Dreck. Immer auf mich. Ja, aber es ist doch so. Bleibt dir ja nichts anderes übrig, wenn du in die anderen Stories rein möchtest. Also wenn du die anderen Endorf spielen möchtest. Dann bleibt dir nichts anderes übrig. Ich würde dich ja gerne davor bewahren. Ich würde gerne mich selber davor bewahren. Aber das ist leider nicht so einfach. Hallo. Ich möchte, dass du etwas erfährst. Seit wir aus Limsa zurück sind, habe ich ständig darüber nachgedacht. Als der Sahagin-Häuptling Leviathan beschwor, erlangte er eine gesteigerte Kraft des Transzendierens, wie du selbst gesehen hast. Ob es eine direkte Ursache oder Folge der Beschwörung war, weiß ich nicht. Aber er konnte diese Kraft offenbar ganz und gar annehmen und wurde unbesiegbar. Oder in seinen Worten, unsterblich. Das erinnert mich an eine alte Überlieferung. Sie spricht von Auserwählten, die in Zeiten einer Katastrophe wiedergeboren werden, um mit ihren außerordentlichen Kräften dafür zu kämpfen, das Gleichgewicht der Welt wiederherzustellen. Es ist zwar nur eine Legende, aber es scheint fast, als ob sie selbst bestimmen könnten, wann ihre Seele wieder in die physische Welt treten soll. Nicht einfach Wiedergeburt im Sinne der Rekonstitution der Ätherkomponenten, sondern die Rückkehr ein und desselben Wesens aus freiem Willen. Was, wenn damit so eine Fähigkeit wie die des Sahagin-Häuptlings gemeint ist? Er vermochte, den Weg seiner Seele selbst zu bestimmen,
Was wir bei Leviathans Beschwörung gesehen haben, war Beweis genug. Es gibt also Existenzen außer den Ashians, die den Körper wechseln können, wie es ihnen beliebt. Der Sahagin war dazu in der Lage. Auch wenn er nicht gerade ein legendärer Vorkämpfer für die Rettung der Welt gewesen sein mag. Wenn das stimmt, wären wir einem der größten Geheimnisse dieser Welt einen riesigen Schritt näher gekommen. Diejenigen Aspekte der Kraft des Transzendierens, die uns bekannt waren, betrafen alle die Fähigkeit, die Schranken des Geistes zu überschreiten, die Grenzen der Sprache zu überwinden und in die Vergangenheit einer Person zu blicken. Aber vielleicht geht es um mehr. Nicht nur um die Grenzen des Geistes, sondern auch um die Grenzen des Körpers. Wie dem auch sei, was mit dem Sahagin-Häuptling geschah, eröffnet uns noch eine viel wichtigere Erkenntnis. Unsterblich heißt noch nicht unvergänglich. Das ist... Wir haben gesehen, wie die Seele des Häuptlings von Leviathan in seinem unstillbaren Ätherdurst verschlungen wurde. Dagegen sollten auch die Ashians nicht gefeit sein. Auch sie sind nicht grundsätzlich vom Zyklus des Werdens und Vergehens ausgenommen. Es gibt einen Weg, die Ashians zu vernichten, und gemeinsam mit Uriange werde ich ihn finden. Oh, Uriange, wir haben gerade von... Minfilia, eine schlechte Nachricht. Natürlich eine schlechte Nachricht. Es geht um unsere Vertrauten von Baldesions Gelehrten. Oh nein. Ja, was ist denn mit ihnen? Val ist im Meer versunken und das Hauptquartier existiert nicht mehr. Im Meer versunken? Die ganze Insel? Wenn die Aufzeichnungen aus der Mutternation Charlayen stimmen, dann muss die Insel von einer gewaltigen, magisch generierten Welle erfasst worden sein. Die Stärke war vergleichbar mit der Ultima-Magie. Ich denke nicht, dass es Überlebende gibt. Aber wie konnte das passieren? Eine sehr gute und berechtigte Frage. Und da sitzen sie wieder alle. Also gut, wenn es ansonsten nichts Dringendes zu besprechen gibt, erkläre ich die heutige Sitzung für beendet. Ich bin ja echt froh, dass mittlerweile solche, also wirklich solche langen Sequenzen synchronisiert sind. Das macht es mir deutlich einfacher. Was ist hier gerade lang geflogen? Das war riesig. Oh, ich will es gar nicht wissen. Und er bleibt da sitzen. Der sitzt immer noch. Alles ist vorbereitet, wie ihr befohlen habt, Herr. Aha. Ich frage mich nur, was ihr mit dieser Sache wohl bezweckt. Revolution, mein Lieber. Eine Revolution. Hilfe. Hilfe. Der macht mir Angst. Minimal. Was ist das Stimme? Ja, ne? Alter, was? Passt er mal null. Ah, schön, ey. Wirklich schön. Die Zerstörung des Hauptquartiers von Baldesions Gelehrten lässt mir einfach keine Ruhe. Was in einer Welt ist dort bloß vorgefallen? Ich weiß, es ist zwecklos, sich unentwegt darüber Gedanken zu machen. Und es bleibt nichts anderes übrig, als abzuwarten, bis... Uriange, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, genau das in Erfahrung gebracht hat. Solange sollten wir uns auf andere Aufgaben konzentrieren. Tatsächlich gibt es nur eine Angelegenheit, die mich sehr beunruhigt.
Ungefähr zu der Zeit, als du den Prima Leviathan besiegt hast, wurde im Finsterwald eine unnatürliche Äther-Anomalie gemessen. Mokri-König Mogul Mok der Zwölfte hast du ja zum Glück in seinen Schranken verwiesen. Doch offensichtlich birgt der Wald noch weitere Mysterien. Die kürzlich gemessene Äther-Anomalie könnte auf die Beschwörung eines Prima hindeuten, was wir keinesfalls ignorieren dürfen. Kannst du in den Finsterwald reisen und der Sache nachgehen? Bitte verzeiht die Unterbrechung. Ich störe wirklich nur ungern. Da bist du. Ja. Ich habe das Gefühl, ich komme irgendwie nicht voran. Flamen? 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 Nein, du störst dich. Was gibt es? Eine, wie es scheint, dringliche Angelegenheit. Eine Besucherin bittet darum, beim Bund der Morgenröte vorsprechen zu dürfen. Ein Besucher erwartet oben im siebten Himmel und drängt darauf, zu dir vorgelassen zu werden. Zu mir? Für unangemeldete Bittsteller bleibt mir momentan nun wirklich keine Zeit. Wir sind inmitten einer wirklich wichtigen Besprechung. Ja, das habe ich ihm auch gesagt, aber er lässt sich partout nicht abwimmeln. Ich fürchte gar, er könnte unangenehm werden, so aufgewühlt wie er ist. Also gut, ich werde oben mit ihm sprechen. Würdest du mich begleiten? Hier mit dem Geister zu rechnen, ich nicht mit einem Attentat. Aber wer weiß, wir müssen auf alles gefasst sein. Laut schneller. Heute noch, wenn es geht. Ja. Bitte verzeiht, dass wir dich warten ließen. Was führt dich zum Bund der Morgenröte? Oh, seid ihr die Herren des Bundes? Ich bin gekommen, um euch um Hilfe anzuflehen. Rettet uns aus unserer Hoffnungslosigkeit. Huch, nicht ganz so schnell. Beruhige dich doch erstmal. Erkläre uns, worum es geht. Oh ja, verzeiht. Ich gehöre zu den Flüchtlingen, die durch die siebte Katastrophe ihrer Heimat beraubt wurden. Nichts vom Wert ist mir geblieben. Nur das blanke Leben. Zusammen mit meiner Familie flüchtete ich nach Ulda, wo ich mich seither verzweifelt um eine ehrbare Arbeit bemühe. Doch in der Stadt regiert die Geldsucht. Wir arme Heimatlose werden wie Vieh behandelt und von einer anständigen Arbeit können wir nur träumen. Auch von der staatlichen Unterstützung, wie vollmundig versprochen wurde, ist bisher kein Gil bei uns angekommen. Was? Logen? Hä? Dieses unwürdige Dasein ist nicht länger zu ertragen. Um uns herum streitet die Erholung von der siebten Katastrophe voran. Doch wir Flüchtlinge werden abgehängt. Kürzlich ist uns zu Ohren gekommen, dass die Flüchtlinge aus Doma, die man im Ulda kaltherzig abgewiesen hat, hier in Geister 12 vom Bund der Morgenröte aufgenommen wurden. Ah, okay. Ich verstehe. An mir liegt's nicht. Mein Internet läuft. Ihr Bund ist ein wahrer Retter in der Not. So bitte ich euch, rettet auch uns. Wenn ihr Flüchtlinge aus fernen Ländern Zuflucht gewährt, werdet ihr doch von Landsleuten aus Eosia nicht abweisen. Nicht wahr? Bitte nehmt auch uns auf. Kaya, vielen lieben Dank für dein Sub im zweiten Monat. Wie
deinen ersten fortlaufenden Monat. Vielen lieben Dank. Ich musste eben erst mal gucken, weil bei mir sieht das jetzt alles ganz anders aus. Durch das Update. Bei mir steht nämlich erstmal alles auf Englisch. Da, 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 da. Das hatten wir, glaube ich, fertig. Ja, OBS hatte nämlich ein Update. Durch das Update habe ich jetzt zwei Bildchen, wodurch ich erkenne, was passiert. Aber das meiste steht noch auf Englisch da. Muss ich noch umstellen. In der Tat liegt uns das Schicksal aller Bürger Eoseas am Herzen. Und wir kämpfen mit aller Kraft für ihr Wohl. Doch auch uns sind die Grenzen gesetzt. Bei den Flüchtlingen aus Doma handelt es sich um eine überschaubare Anzahl, die es hier in Geisterzöllen noch genug Platz gab. Deshalb nahmen wir sie auf. Alle Flüchtlinge der 7. Katastrophe jedoch würden unsere Kapazität sprengen. So leid es mir tut, wir können nicht alle Flüchtlinge Eoseas eine neue Heimat bieten. Dieses Problem muss gemeinsam mit allen Stadtstaaten geklärt werden. Aber ich bitte euch, ich flehe euch an, helft uns. Die Stadtstaaten lassen uns im Stich. Selbst die Götter haben ihren Blick von uns abgewandt. Verzeihung, Menphilia? Was gibt's? Ja, soeben wurde uns gemeldet, dass es in Ulda einen Flüchtlingsaufstand gegeben haben soll. Alfeno wurde in den Aufstand verwickelt und dabei verletzt. Oje, geht es ihm gut? Das behauptet er zumindest. Angeblich hat er nur eine Schramme davon getragen, aber immerhin lässt er sich verarzten. Ehrlich gesagt, mache ich mir Sorgen. Ein Aufstand? Oh nein, nun haben sie ihren Zorn Luft gemacht. Über die Unwillen der uldischen Regierung, eine Lösung des Flüchtlingsproblems anzubieten, hat sich eine gewaltige Wut angestaut, die irgendwann zur Explosion führen musste. Wäre ich nicht hier, sondern in Ulda gewesen, hätte ich vermutlich selbst zur Waffe gegriffen. Doch wer weiß, wohin das führen wird. Wir haben doch keine Chance gegen die Staatsgewalt. Und dazu sehen wir, wie wir für unsere rechtschaffenen Widerstand mit dem Leben bezahlen. Ihr seid doch Helden Eoseas. Helft uns. Der verlangt aber ganz schön viel. Menphilia, das ist schrecklich. Zuallererst müssen wir uns ein klares Bild von der Lage in Ulda verschaffen. Es darf auf keinen Fall zu sinnlosen Blutvergießen kommen. Es löst keine Probleme, sondern sät nur neuen Zorn und führt zu einer Spirale der Gewalt. Wenn wir verstehen, wie es zum Aufstand gekommen ist, können wir gemeinsam mit Ulda und den anderen Stadtstaaten eine Lösung suchen. Das ist alles, was derzeit in unserer Macht steht. Der Bund der Morgenröte allein kann euch nicht retten. Ich hoffe, das versteht ihr. Nein, ich verstehe es nicht, aber es bringt vermutlich nichts, euch Vorwürfe zu machen. Kannst du die Nachforschungen in Ulda übernehmen? Es scheint eine heikle Angelegenheit zu sein. Angesichts der ausufernden Gewalt und nicht ungefährlich. Bei dir kann ich darauf vertrauen, dass du einerseits besonnen vorgehst, dich andererseits aber auch durchzusetzen weißt. Danke. Was die Vorkommnisse im Finsterwald anbelangt, werde ich Ida und Papalimo bitten, mich dort näher umzusehen. Hoffentlich können sie weitere Details herausfinden. Epino erholt sich gerade im Treibsand von dem Schock. Bitte sieh nach ihm. So, du hast eine blaue Quest, ne? Ach so, das ist für das Färben. Ja, das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Oh, oh. Gut. Oder auch weniger gut.
Nee, warte, da muss ich hin, ne? Das andere ist der Weg des Samurai. Den würde ich noch nicht gehen. Hochzeit mit Hindernissen. Könnten wir eigentlich auch schon mal annehmen. Aber das ist was, was ich nicht unbedingt vorlese. Wird ja nicht so unbedingt zur Story. Eine Bartspuppe. Wie cool. Bart ist cool. Ach was, das sind doch nur ein paar Kratzer. Dass Tataru aber auch immer gleich so übertreiben muss. Sorgen müssen wir uns eher um Uldar. Dieser Aufstand war leider kein Einzelfall. Die Stimmung in der Stadt ist äußerst angespannt. Das ist hier ja leider nichts Neues. Uldar ist eine Stadt des Handels, wo die Kluft zwischen Arm und Reich schon immer groß war. Allein sein Reichtum bestimmt den Wert eines Uldaners. So denken hier die meisten. Kein Wunder also, dass die Wohlhabenden auch die politische Macht unter sich aufteilen. Oder ausfechten, besser gesagt. Mitten in diese Machtkämpfe strömten all jene, die nach der siebten Katastrophe oder durch die Übergriffe der Galea ihre Heimat verloren hatten. Den Herrschenden, insbesondere den republikanischen Mitgliedern des Corpio-Kreises, erschienen diese Mittellosen wie Schmarotzer, überflüssig wie ein Kropf. Wie Hohn empfanden sie es, als die Royalisten unter der Führung von Raubern und der Legion der Unsterblichen immer noch begannen, die Flüchtlinge mit Hilfsleistungen zu unterstützen, um Unruhen zu vermeiden. Die aufgewendeten Mittel sind mittlerweile so hoch, dass sie sich in der Staatskasse spürbar bemerkbar machen, auch wenn die Sultana das nicht öffentlich zugibt. Da darf es nicht verwundern, wenn auch die einfachen Bürger langsam mit Unmut auf die Flüchtlinge blicken. Frisches, danke für 100 Bits. Schöne Hundeköpfe. Vielen lieben Dank. Die Verfolgten kommen so vom Regen in die Traufe. Kaum sind sie einer Not entronnen, schlägt ihnen bereits die nächste Feindseligkeit entgegen. Und dann mussten sie auch noch mit ansehen, wie den Überlebenden aus Doma die Tür vor der Nase zugeschlagen wurde. Nur weil die Republikaner unter der Führung von Lolorito Nächstenliebe für eine schlechte Angewohnheit halten, die man steuerlich nicht absetzen kann. Der Geldadel hat wieder mal nachdrücklich gezeigt, dass in Uldar kein Platz für die Schwachen und Hilflosen ist. Das war der Tropfen, der das Fass für die ohnehin schon frustrierten Flüchtlinge zum Überlaufen brachte. Und nun brechen an allen Ecken und Enden Konflikte aus. Und ausgerechnet jetzt entscheidet sich die Legion, an Übungsmanövern mit den anderen staatlichen Gesellschaften teilzunehmen. Bei ihrer Rückkehr könnten die Fronten schon unumkehrbar verhärtet sein. Ach ja. Mensch, wir warten immer noch. Warte mal. Das würde ich einmal benutzen.
Gut, dass du da bist. Lass uns gemeinsam herausfinden, was hinter dem Aufstand steckt und wie die Lage eskalieren konnte. Vorerst wurde der Aufstand von der Legion der Unsterblichen niedergeschlagen. Königsgeneral Raubbahn sollte uns mehr darüber verraten können. Er hält sich vermutlich gerade in der ewigen Halle auf. So, warte mal. Was war das? So. Ich möchte jetzt einmal ganz kurz das gucken. Ich muss unbedingt nochmal ein paar Sachen verkaufen. Mein Inventar quillt mal wieder so ein bisschen über. Zu minimal. Dauert. Ah, jetzt. Ah, hier ist das Marktbrett. Oho. Ach so, grüne Nonne. Dass man hier alles kaufen kann. Begleiter. Gibt's aber ganz schön viel. Alter Falter. Ich würde nur mal gucken. Ich habe mich immer gefragt, wo dieses Ding ist. Ja, jetzt weiß ich es. Und ich bin schockiert. Also über die Preise. Nee, ich habe einfach nur mal geguckt. Ich kann mir sowieso nichts von dem Kram leisten, aber ich wusste noch. Also, ich wusste nie, wo dieses Marktbrett ist. Ich habe mich immer gefragt, wo das steht. Ich wusste das echt nicht. Weißt du, spiele schon seit Wochen und habe keine Ahnung, wo da irgendwas ist. So, warte mal. Will jemand sowas verkaufen? Einfach nur Platz schaffen. Viel Platz. Also brauche ich eh nicht. Hoffe ich. Bin ich, habe ich Pech. Das stimmt, das Ding habe ich doppelt. Den würde ich gerne behalten. Ah, ne, das will ich auch behalten. Das würde ich auch behalten. Arsenal öffnen, stimmt. Die ganzen alten Bögen könnte ich mal verkaufen. Außer den da. Den Mokri-Bogen will ich behalten.
halt die hier. Okay, brauche ich nicht verkaufen. Ja, was behalte ich? Die anderen Ausrüstungsgegenstände brauche ich sowieso für andere Charaktere. Also, wo muss ich jetzt hin? Da irgendwas näher? Ja, nein, vielleicht. Ich weiß es nicht. Einmal zum ätherischen Platz, bitte. What? Bah, Leute, hört mal auf, mich in irgendwelche Gruppen einladen zu wollen. Leute. Ich kenne euch nicht. Das wissen Leute, während wie ich kenne. Aber nein. Aber nur nein. Ja, du bist's. Hoffentlich bringst du nicht noch mehr schlechte Nachrichten. Gut zu wissen, dass man nicht der Einzige ist, der das mal bekommt. Ey, das geht seit Wochen so. Seit Wochen. Also, es gibt eigentlich keinen Stream, wo nicht irgendwann mal man angesprochen wird, so: Willst du uns beitreten? Willst du uns beitreten? Willst du uns beitreten? Nein! Ich hab nicht ohne Grund doch keine. Wie gesagt, wenn gehe ich in eine Gilde, wo ich Leute kenne, wo ich Leute mag, wo ich weiß, die sind cool, aber schon nicht in irgendeine random Gilde. Also, nein. Nein. Ich schreibe mir einfach bald mal so ein Schild über meinen über meinen Charakter hier. Vielleicht weiß man es dann mal. Noch mehr schlechte Nachrichten. Belästigt mich nicht mit Kleinigkeiten. Ich habe schon genug Ärger. Immer nur am Meckern, die Leute. Bitte um Verzeihung, General. Doch wir hatten gehofft, ihr könnt uns gesicherte Informationen über den Aufstand geben. Werte Alfino, ich hörte, dass du verwundet wurdest. Schön zu sehen, dass es nicht allzu schlimm ist. Ja, einem Heiler eurer Legion sei Dank. Ich stehe tief in seiner Schuld. Doch als Leidtragender des Gewaltausbruchs möchte ich gerne erfahren, wie es dazu kommen konnte. Keine Sorge, wir haben alles unter Kontrolle. Zumindest innerhalb der Stadtmauern, wo wir den Aufstand umgehend niedergeschlagen haben. Allerdings gärt auch bei anderen Flüchtlingsgruppen die Wut und vielerorts flammt Gewalt auf. Weil wenn man 80 ist, gefühlt 4 bis 6 Mal am Tag kommen die Whisper. Oh. Ja, stelle ich mir nervig vor. Bei mir ist es halt maximal ja, 1 bis 2 Mal. Aber es ist halt trotzdem. Du erschreckst dich auch jedes Mal so. Huch. Denkst, ah geil, was Wichtiges vielleicht. Es ist nicht wichtig. Es ist einfach nicht wichtig. nee. Unsere Legionäre versuchen dagegen vorzugehen, doch die Lage bleibt zugegebenermaßen angespannt. Die meisten Flüchtlinge leben in den Armenvierteln von Vorderstadt. Es ist nicht verwunderlich, dass sie für eine Verbesserung ihrer Lage kämpfen. Erschreckend finde ich nur, wie schnell ihr Unmut in Gewalt umschlägt. Die Ablehnung der Flüchtlinge aus Doma hat den Ärmsten der Armen sicher noch einmal ihre Hilflosigkeit vor Augen geführt. Aber kann das wirklich alles sein? Den Flüchtlingen muss klar sein, dass offenbar Widerstand gegen Ulda eine sämtliche Hilfeleistung gefährdet wurde. Deshalb haben sie sich bisher auch so ruhig in ihrem Schicksal ergeben. Warum sollten sie so plötzlich ihr Leben riskieren, ohne auf einen Sieg hoffen zu können? Das ergibt keinen Sinn. Was willst du damit andeuten? Bitte verzeiht meine Unverfrorenheit. Es ist bloß eine Vermutung, doch für mich riecht es gewaltig nach einer Intrige. Irgendjemand will Eorzea brennen sehen.
Für diese Behauptung gibt es keinerlei Beweise, doch möglich wäre es. Werde dafür sorgen, dass die Wahrheit bald ans Licht kommt. Nun denn, ich habe zu tun. Gehabt euch wohl. Bye bye. Mich beschleicht das Gefühl, der gute Raubbahn verschweigt uns etwas. Vermutlich wird er selbst von den Ereignissen überrollt. Es waren zwei der berechnenden Lorito und seine republikanischen Freunde, die die Aufnahme der Domana verhindert haben. Doch für die daraus folgende Unzufriedenheit der Bevölkerung und die eskalierenden Gewalt müssen die Royalisten ihre Köpfe hinhalten. Allen voran Phönix General Raubbahn. Für ihn sowie Sultana Nanamu ist alles andere als eine angenehme Situation. Nun gut, dann forschen wir eben auf eigene Faust. Als Abenteurerin kannst du vielleicht das Vertrauen der Flüchtlinge gewinnen, so wertvolle Hinweise erhalten. Dafür solltest du einen Ort wählen, an dem es noch nicht zu Ausschreitung gekommen ist, damit nicht gleich ein wütender Mob über dich herfällt. Schrift könnte dir dazu sicherlich Auskunft geben. Führe mich derweil weiter in der Stadt. Pass auf dich auf. Nervt mich. Ah, da ist Swift. Hey, die tragen manchmal Hüte, ne? Sehen so ein bisschen aus wie die alte Feuerwehrtruppen. Die Dorffeuerwehr. Ein Ort, an dem Flüchtlinge noch nicht revoltieren. Du willst dich bei dem undankbaren Pack umhören? Nun ja, die Erfahrung hat mich gelehrt, dass ich dir vertrauen kann. Also werde ich dir die gewünschten Informationen nicht vorenthalten. Bitte aber darum, dass du verdächtige Vorkommnisse umgehend meldest und nichts Unbedachtes unternimmst, das die Lage anheizen könnte. Im Flüchtlingslager verlorene Hoffnung im zentralen Tanaland war es bisher relativ ruhig. Zumindest haben die Flüchtlinge dort noch nicht ihre Waffen gegen uns erhoben, auch wenn sie womöglich bereits im Stillen ihre Messer wetzen. Sprich zuerst vor Ort mit dem wachhabenden Soldaten der Messingkling. So, wie lange warte ich schon? 35 wie du. Ich habe wohl kein Glück. Leute, will keiner Castro machen?